Hallo meine Freunde der Sonne, weiter geht's mit Solarium, ich meine natürlich Solarwars, Riesenwitz, ich bin hier lustig, ihr könnt mich deabonnieren. Und ja, die vierte Folge müsste das jetzt sein, gucken wir mal rein. Hey, ich leb noch an, ich bin tot. Hey, ich leb noch an, ich bin tot. Okay, Dude. Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer geeignet. Gut, alles klar, für alle Zuschauer da draußen. Ich weiß, ich habe nicht so viele. Die Leute, die keine Zuschauer sind, die dürfen das jetzt gucken. Aber Leute, die Zuschauer sind, von mir, die dürfen das jetzt nicht gucken. Weil es für Zuschauer nicht geeignet. Ich gucke auch weg. Ich bin Agent der CTU. Das bin ich seit Jahren und ich habe mich entschlossen, auszusteigen. Ja, nee, ist eine ganz schöne Sache, ne? Aber was habe ich damit zu tun? Du bist nur wegen mir hier. Ich finde dich auf vielen verschiedenen Ebenen attraktiv. Was? Gib mir deine Hand. Ich will dich anfassen. Oh, schon 18 Uhr, ich muss gehen. Das finde ich jetzt echt scheiße von Anakin. Komm, sei nicht eifersüchtig, er hat bestimmt eine andere. Ich bin nicht eifersüchtig. Ich habe einen Waffenschein. Vor allem, wie geil das ist, so ein Hologramm, ne? Das wäre eigentlich perfekt für mich. Stellt euch das mal so vor, anstatt auf Arbeit zu sein, seid ihr nur als Hologramm auf Arbeit. Wird natürlich schwer, wenn man Sachen anpacken muss. Aber ihr seid da. Also ich sag mal, auf meine Arbeit geht's nicht, aber so als Lehrer, wenn man absolut keinen Bock hat auf Schüler, ne, wenn man die am liebsten vertrechen würde, ich verstehe euch Lehrer, ich würde es auch machen. Also wäre ich Lehrer und ja, mir würde jemand dumm kommen, hat das eh mal gemacht und danach nie wieder, aber ist ein anderes Thema. Und das ist genauso, ja, was wollte ich jetzt sagen, genau, was? Stellt euch mal vor, ihr könnt einfach als Hologramm in der Schule sein. Das wäre voll geil, oder? Als Lehrer seid ihr einfach als Hologramm da. Kann man als Schüler ja auch machen. Gut, mit Mitschreiben ist schwierig, aber kann man ja von zu Hause aus machen. Und der Lehrer sieht das ja, ne? Also wenn ihr selbst als Hologramm da seid, kann man ja so machen, ne? Zum Beispiel. Und das sieht ja dann der Lehrer. Und dann schreit er so dein Hologramm an. Was soll das? Mach das nicht nochmal. Ich komme gleich zu dir nach Hause. Hast du das Sitzungsprotokoll von gestern dabei? Nein, ich spüle Klopapier immer runter. Wieso läuft er eigentlich die ganze Zeit neben mir? Sei mal nicht so fürsorglich. Ich bin sogar so fürsorglich, ich koche dem fremden Mann in meinem Schrank was zu essen. Aber darum geht's hier nicht. Anakin, als ich in deinem Alter war, war ich schon 40. Ich meine damit ja nur, willst du nicht mal langsam über das Heiraten nachdenken? Dieser Hintergang ist früher, großes Interesse an dir, Anakin. Sag ihm meine Lieblings-Yoga-Übung. Aufgehender Mittelfinger im Morgenrot. Es gibt dir viel zu tun, Anakin, also machen wir was anderes. Also, Anakin, hast du Lust auf eine Runde Schach? Ich jedenfalls nicht. Na, das mit dem Smalltalk muss ich noch üben. Kann ich mir mal deinen Ehering ansehen? Ich hab den noch nie gesehen, finde ihn aber im Voraus schon wunderschön. Was, Ehering? Du meinst sicher Schinkending, oder? Hör zu, ich weiß, dass du einen Ring besitzt. Gib ihn mir. Niemals. Ich will den Ring. Ich brauche ihn. Ich muss ihn haben. Ja, Ringe. Du willst ihn uns stehlen. Nee, Freundchen, so nicht. Hat dir dein Vater denn keine Manieren beigebracht? Ach so, nee, du hast ja gar keinen Vater. Also wir sehen uns zwischen 26 Uhr. Weißt du was, du bist ein richtiges Arschloch. Nenn mich Arschkopf, du Schmiergesicht. Wenn ich störe, kannst du gerne gehen. Ich gehe zum Kanzler und sag, du sollst... Vor allem, sorry, das muss ich jetzt einfach nochmal reinbringen. Wir sehen uns zwischen 26 Uhr. Es gibt so einen YouTuber... Ich will den jetzt nicht namentlich erwähnen, aber kennen voll viele. Und der hat zum Beispiel mal in meinem Video so gesagt, na, ich arbeite am Tag 36 Stunden. Und dann hat er so gesagt, na, andere Leute gehen auf den Bau 12 Stunden und können danach rausgehen und so. Das kann ich nie. Ich muss danach wieder aufnehmen und muss wieder arbeiten. Ich bin nur am Arbeiten. Ja, 36 Stunden am Tag, ne? Schafft nie jeder. Du musst gefeuert werden. Schafft noch nicht mal 2 Stunden und hab keinen Bock mehr. Guten Tag, Frau Merkel. Hey, Anakin, was kann ich für dich tun? Ich hab keine Zeit, hau ab. Ich muss Ihnen was sagen. Was ist los? Lange und komplizierte Geschichte. Dann ist es mir egal. Ist mir egal. Ich habe mit dem Kanzler geredet. Ich bin ihm egal. Oh, dann tut mir aber leid. Bleib stark und sei einfach du selbst. Okay, was muss ich machen?
Naja, ich wollte mal fragen, wie viel Uhr es eigentlich ist. 5:10. 5:10? Nein, 10:05. Aber da muss ich sagen, da finde ich so eine Frau noch attraktiver. Ich finde ja eher die Frauen viel schlimmer, die, ey, Alter, ey, was geht, Kunde? Schaut dir klein in die Fresse, Kunde, komm her, lass mal Bier trinken und sowas. Solche Frauen da geht bei mir gar nicht, ne? Also wirklich nicht. Also, stellt euch mal vor, ihr seid so mit eurer Frau dann unterwegs, wenn es dann eure Frau ist und die fängt dann so an, mitten auf der Straße, ey, Alter, hast du mich krass angeguckt, Mann? Hast du mich krass angeguckt? Und steht da so bei und alles klar, ich hab Termine, ich hab heute noch einen Umzug geplant. Ganz spontan, kennt ihr ja, spontaner Umzug, ne? Passiert mir auch öfters mal. Aber da finde ich das noch, Das ist auch keine Uhrzeit, das ist ein besser. Zustand. Verdammt, guck doch selbst auf die Uhr! Nee. Du Schlawiner! Du Schlawiner! Scheiß die Wand an! Du solltest eigentlich schon befeuert sein! Mach keinen Fehler, Anakin! Ich liebe dich zu sehr, als es in Worte ausdrücken zu können! Dann drück's in Geld aus! Hände hoch oder ich töte dich! Oh nein, weißt du, ich bin ganz schlecht im Entscheidungen treffen! Dann muss ich dich wohl töten! Anakin, wenn ich gefeuert werde, werde ich Hartz IV-Empfänger! Oh. Oh. Und wenn du mich tötest, überlebe ich das nicht! Ach so? Hui! Bitte, überlebe ich das. Ich bin computeranimiert. Das hätte alles ganz anders ablaufen können. Freundschaftlich und friedlich. Nee, das glaube ich nicht. Doch, wirklich. Klick, klick, peach, patsch. Du bist mein bester Freund, Anakin. Das ging ja ganz freundschaftlich und friedlich. So hätte es ablaufen können. Das ist jetzt eine beschissene Situation. Wenn man sich so die alten Filme anguckt, ne? Ja, ich weiß, es ist schon geil animiert, ne? Also muss ich ja wirklich auch sagen, auch Herr der Ringe zum Beispiel. Aber wenn er so mit den neueren, gerade Herr der Ringe muss ich wirklich sagen, im Vergleich zu Star Wars fand ich Herr der Ringe, gut, Herr der Ringe ist ein bisschen jünger, sage ich jetzt mal. Ist ja auch so. Aber die haben trotzdem mit einer übelst heftig krassen Qualität angefangen, ne? Also die ersten Teile von Star Wars, da gucke ich mir lieber Wurscht Wasser an. Ich mag eh Star Wars nicht so krass. Also von daher. What the fuck? Hab ich jetzt gewonnen? Ich meine, ich stehe deutlich über dir. Ich weiß, aber aus Dummheit springe ich trotzdem. Du bist doch echt zu blöd. Du bist doch echt zu blöd. Und er fliegt. Touchdown. Alter. Es wäre echt schön, wenn genau so Star Wars wäre. Jetzt 3Dudelsack 3 abonnieren und im Vorteil sein. Mit Zusatzausstattung und stolzem Preisvorteil. Ich finde dich auf vielen verschiedenen Ebenen attraktiv. Ich bin Agent der CTU. Ich finde mich auch auf ganz verschiedenen Ebenen attraktiv, zum Beispiel in der Ebene des Nicht-Daseins finde ich mich sehr attraktiv. Also wenn ich nicht da wäre, wäre voll attraktiv. Also ich wäre da im Geiste, aber mein Gesicht wäre nicht da. Ich kann also, okay, ich weiß es doch nicht, was wollt ihr von mir? Meine Herren, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns definitiv da. Die IV-Akkusativ in der nächsten Aufnahme. Bis dahin, haut rein und tschüss.